Könnte man einmal machen, dass jeder so in Discord seine Bildschirmzeit postet und man guckt, welche App er am meisten benutzt hat. Würde mich Oh, interessieren, ich Real will es gar nicht Talk. bei mir wissen, ehrlich gesagt. Würde mich interessieren, Real Talk Chat. Und dann gucken wir mal, was ihr für Ich Apps hatte, am meisten benutzt. was bei mir richtig schlimm war, ne, wo ich krank war mit Grippe. Was schätzt du, wie lange ich am Tag auf TikTok war? 4 Stunden. Ja. Echt? 4 Stunden auf TikTok, Alter. Und nachdem du ausmachst, fühlst du dich so bescheuert, ne? Ja, und ich immer so, Oh. okay, noch eins, noch eins. Halt, ging Das gar ist nicht. Katastrophe, wirklich. Ich fühle mich Aber ich habe danach. jetzt, Sag doch. In der App, bei TikTok kann man ja einstellen, eingestellt, dass ich nach einer Stunde, also insgesamt eine Stunde am Tag, dass ich nicht länger gucken kann. Also höchstens eine Stunde und dann ist gesperrt. Echt? Ja. Also kannst du natürlich aufheben, aber dass du mal so selber für dich checkst, wann hast du jetzt schon eine Stunde lang auf TikTok geguckt? Es ist eine App so, eine Sperre-App extra, Nee, oder ist das ist das? in der TikTok-App, kannst du es einstellen. Oha, krass. Ist, glaube ich, wahrscheinlich so für Eltern, ne? Dass sie sagen, okay, mein Sohn darf nur 1 Stunde am Tag. Das ist krass. Chat, bei mir ist das Schlimme. Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich gar nicht in diese Schiene reingehen, aber je mehr Freizeit ich habe, desto mehr verschwende ich meine Zeit mit unnötigen Sachen leider. Wäre das Wetter natürlich jetzt schön, dann würde ich mehr Zeit draußen verbringen, Videos drehen und sowas machen, aber aktuell ist halt so Regen, ich kann nicht viel machen. Wetter ist so 80% ausschlaggebend, Chat. Was ich sagen wollte, da passiert auf TikTok passiert immer so viel Scheiße. Du verwickelst dich in Sachen und verfolgst das auch irgendwann. Habe ich dir gestern erzählt, weswegen ich eine halbe Stunde zu spät ins Bett gegangen bin? Nee, wegen Ein Livestream. TikTok-Livestream. Von wem? Digga, das hat sich nicht mal gelohnt. Ich habe es meinem Bruder geschickt. Ich will dir nur kurz einen Ausschnitt zeigen. Von wem? Von wem? Keine Ahnung, wie die heißt. Das ist irgendeine, die sagt, sie kann singen, aber sie kann nicht singen. Chat, die beefen sich alle auf TikTok. Noch so. Aber warum machen die denn sowas, Bro? Hört doch mal auf damit. Ich habe mir das eine halbe Stunde lang angeguckt und ich meinte zu meinem Bruder, ich kann da nicht raus, ich muss mir das die ganze Zeit angucken. Er so, bist du dumm, Alter? Geh da raus, geh pennen. Und genau deswegen. Und die TikTok-App ist so dumm, Chat. Also, aber Yes. man bleibt halt trotzdem hängen, ne? Es ist gar, ich bleib dann auch immer richtig hängen. Ich habe gesagt, nein, Alter, ich will das noch kurz gucken. Und das ist so, danach denke ich mir so, Alter, du hast gerade den Schlaf irgendwie gefickt, nur wegen so einer Scheiße. Also, Ja, ich habe auch egal. mal eine Zeit lang TikTok gelöscht, muss ich. Also da ging's mir echt besser damit. Ich hatte es auch gelöscht, aber seitdem ich selber TikToks hochlade, so von meinen YouTube-Ausschnitten. Eigentlich habe ich es dann irgendwann wieder installiert, einfach nur wegen Knattercrew, halt um TikToks hochzuladen. Und ich glaube, das sollte man im Kopf irgendwie hinkriegen, dass man es wirklich nur noch nutzt, um was hochzuladen, dann raus aus der App. So Ja, gar nicht irgendwie irgendwas gucken, aber ist das schaffe ich einfach. nicht. Wurde auf TikTok gesperrt? Ja, TikTok ist komisch. 40 Minuten Bildschirmzeit ist okay, ja. Das passt. Ja. Kannst ja auf dem so unterwegs, Bahn, Bus und Bahn, kannst ja. Jetzt Das ist ja interessiert mich okay. meine Bildschirmzeit von heute. 40 Stunden ist auch okay. Also die meistverwendetste App von mir heute ist Teams. Aber es ist legitim und okay, weil Arbeit. Ja, das ist Arbeit. Das gehört nicht dazu. Das kannst du weglöschen. Das Ja. gehört nicht dazu. 4 Stunden 30 auf Teams. Wer betreibt TikTok-Account? Sie. Sie ist auch sehr aktiv, muss man da an der Stelle sagen. Ja, im Ich Kommentieren. meine, Chat, aber guck mal, TikTok-Reichweite bringt einfach, finde ich, nichts. Wenn du 1 Million Follower hast, bist du trotzdem ein Ja, Niemand so. ja. Also man ist trotzdem so oder so ein Niemand, aber Du bist auf jeden Fall ein Niemand. das Wir bringt beide sind nichts. niemand. 1 Million Follower, das ist einfach, keine Ahnung. Die gehen dann live, die Leute, die 1 Million Follower haben und gucken, keine Ahnung, 300 Leute zuschauen, Ja. 300 Leute gucken zu. Zum Beispiel, kennt ihr noch vor 2 Jahren dieser Fırat Elvito? Alter, Weißt du ich noch? hasse den. Sorry, aber oh, Mann, diese ganzen großen TikToker, die fucken mich so ab mit ihren komischen Stories, Alter. Chat, kennt ihr den noch so vom Hören? Bestimmt, ne? Der hat ja so seine Kiefer operieren lassen, er hat ja so ein bisschen. Er hat seine Zähne abschleifen Also ich lassen. will jetzt nicht, ich sag nichts Falsches, nichts Schlechtes über ihn, aber ihr kennt ihn noch sicherlich, ne? Der ist ja auch dadurch ein bisschen auch viral gegangen damals, weißt du noch? Weil er es operieren lassen hat, etc. Ich sehe letztens, der geht live auf TikTok, macht ein Match. Ich denke mir so, wow, der hatte doch früher krassen Hype. Ich gucke 300 Zuschauer. Hä? Ja. Der hat 4 Millionen oder 3 Millionen Follower. Was ist denn da los, Chat? Ja, Da, dann geht einmal ein Monte live, ja? Erst das erste Mal Monte auf TikTok, weil er einfach mal sehen wollte, wahrscheinlich, was da so abgeht, so. 40.000 Leute gucken zu. Naja, egal. Max Emre macht. ja, Alter, Ja. das ist immer so diese Live, ich schneide mir eine Glatze bei so und so vielen Zuschauern. Was ich halt nicht verstehe, dass die Leute so viel Geld da reinbuttern.